Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Nein, du musst weitergehen. Mama! Hallo und herzlich willkommen zu dem vierten Tag von Ramadan. Also ich habe hier gerade eben ein bisschen Wäsche gemacht. Also das sind die Handtücher. Auf jeden Fall hatten wir einen sehr, sehr schönen Tag gestern bei uns, bei meinen Schwiegereltern, bei unseren. Warte ab! Feuer die ab, dann das Apache, bleib gleich. Aber ich bin direkt schlafen gegangen, nachdem wir nach Hause gekommen sind. Es war gerade mal 10 Uhr oder so. Ich kam immer noch nicht an, wirklich nicht. Also seitdem ich aus Dubai zurück bin, bin ich viel zu früh müde und stehe viel zu früh auf. Ich bin seit 2 Wochen zurück, Leute, und immer noch gleich. Der Typ hat wieder Sahur verschlafen, Leute. Leute, ich bin so ein Opfer. Neide, guten Morgen erstmal alle. Ich habe Sahur wieder verpennt. Weißt du, wie das war? Er hat uns alle aufgeweckt, ne? Gestern hatte ich nur einen Wecker gestellt, der gar nicht geklingelt hat, glaube ich. Oder wir haben es einfach alle nicht gehört. Heute habe ich zur Sicherheit 2 Wecker gestellt. Der erste hat geklingelt. Wir sind alle aufgewacht. Ich dachte mir, oh, okay, lege ich mich nochmal hin, weil ich habe hier noch einen 2. Wecker. Und der zweite hat einfach nicht geklingelt. Und was hast du gemacht, Ayas? Tänzer oder Kaktum, Mann? Ja, er hat wirklich recht. Wir sind alle aufgestanden nach seinem Wecker. Und zu Tunjas Glück darf er heute sogar 1 Stunde später essen. Die Zeit wurde heute umgestellt. Heute sprechen wir mit Tunja nicht. Heute nerven wir ihn nicht. Ich mache richtig Hardcore-Fasten. Ich mache es mir schwerer, als es eigentlich ist. Oh, heute hast du dieselbe Leggings in andere Farbe an? Ja. Perfekt. Es ist normal, dass ich jetzt schon so viel für New York einkaufe, also für Amerika, obwohl ich eigentlich vorhatte, in Amerika einzukaufen. Auf jeden Fall habe ich diese Show auch für Amerika bestellt. Leute, ist eigentlich schon alles ready für Amerika. Nur eine Sache haben wir nicht geklärt bekommen, und zwar ist das diese CovPass-App. Anscheinend muss man vollständig geimpft sein oder halt 2-fach geimpft, damit man da reinkommt in die USA. Die ganzen Zertifikate sind alle abgelaufen. Und wenn wir die versuchen zu aktualisieren, dann steht da, bitte gehen Sie zu einer Apotheke, um das nochmal irgendwie ausstellen zu lassen oder so. Und wir waren schon bei 2, 3 verschiedenen Apotheken und die alle haben keine Ahnung. Die sagen einfach, das geht in der App, ihr müsst das in dieser App aktualisieren, aber es gibt gar keine Funktion, um das irgendwie in der App zu machen. Vielleicht habt ihr das schon gemacht, vielleicht wisst ihr, wie es geht. Also wir wären euch dankbar, wenn ihr das in den Kommentaren kurz erklärt. Es hat mir so leid getan. Eine Zuschauerin meinte, sie wollte dieses Jahr auch nach Amerika, weil sie wusste nicht, dass man geimpft sein muss. Das Ding ist jetzt, alle Ungeimpften, die dürfen jetzt einfach nicht da einreisen. Das ist doch krass. Ich habe hier Avocado für Ayas vorbereitet. Ich tue da halt immer so Schwarzkümmelöl rein. Für Menschen, die Allergien haben, ist es ja wohl wie so ein Heilmittel. Vor allem unser Prophet hat das auch so als Heilmittel gesehen. Er meinte, es ist keine Krankheit, dass Schwarzkümmelöl nicht heilen kann, sozusagen. Deshalb tue ich immer so circa 1 Löffel mal in sein Essen rein. Ich habe mal versucht, ihm das pur zu geben, aber es ist schon scharf, Leute. Deshalb lieber in sein Essen. Da, man sieht nie seinen Kopf. Na, ich mache noch ein bisschen Tomaten rein, dann kann er das essen. Yes, er ist ein Jokische, ne? Und ich habe gestern noch schnell die Zutaten für unseren neuen Kuchen gekauft. Ich weiß nicht, ob wir den heute machen. Ich denke nicht, weil wir noch voll viel von gestern haben. Ja, so dass wir die erstmal zu Hause haben. Das ist der Kuchen mit den 3 Zutaten, Leute. Wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr auch diesen Kuchen.
Was geht? Schmeiß deine Trendyol-Dinger in den Müll. Oh nee, jetzt jeden Tag. Ja, das ist auch unser Auto, das haben wir, glaube ich, gar nicht gezeigt. Die wollten noch unser Auto sehen. Das ist unser neues Auto, das andere ist mein Auto. The little one. Yes. Stimmt. Auf jeden Fall habe ich mir letztens noch eine Matratze bestellt gehabt, weil unsere Matratze die reinste Katastrophe ist. Diese Matratze haben wir halt mit dem Bett zusammen bestellt. Ihr kennt es ja bestimmt, falls ihr mal ein Bett bestellt habt, dass man eine Matratze mitbestellen kann. Wir haben es gemacht, warum auch immer, hätte ich nicht machen dürfen. Die Matratze ist katastrophal, deshalb habe ich mir so eine neue Matratze bestellt. Die machen wir dann heute vielleicht auf unser Bett drauf. Annehmen, ich habe eine Beschäftigung für uns. Wir waschen meine Make-up-Pinsel! An dem bitte mal Cash for Charlie Killum. Hey, Söhle macht deinen Scheiß alleine. Was bringst du ihm gerade bei? Schinde für Charlie Musik, Jazz. Natürlich nehmen wir unsere Seife. Schinde Brille ab. Ja. Guck mal, wie sauber er den gemacht hat. Auf jeden Fall, nimmt er mal ohne Schinde. Waschkas Nadja Schinde. Komm, es macht ihnen richtig Spaß, die Pinsel zu reinigen gerade, ne? Das müssen wir echt öfter machen. Leute, wenn ihr irgendeine Beschäftigung braucht für euer Kind, wenn ihr nicht wisst, wie ihr euer Kind beschäftigen soll, einfach eure Make-up-Pinsel waschen. Geilste Beschäftigung. Es ist gut für euch, auch für das Kind. So Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall alles fertig gewaschen, aber das ist alles noch mit Seife, also ich muss nochmal mit Wasser drüber. Anders könnte ich das sonst mit Eiers nicht machen. Ja, das mache ich jetzt ganz schnell. So, wir befinden uns jetzt in unserem Hobbyraum. Boah, Leute, auch dieses Zimmer wird so heftig aussehen nach unserer Transformation. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir das erzählt haben hier. Ich glaube, wir haben es hier nie erwähnt, aber Leute, uns erwartet eine heftige Transformation. Und zwar geht es um unser Haus. Die Einrichtung wird komplett geändert. Also, wir arbeiten auch mit Innenarchitekten zusammen und alles ist schon ready. Wir haben den ganzen Plan. Wir wissen, wie es am Ende aussehen wird. Ich glaube, insgesamt 8 Zimmer. Oder 8 Bereiche, sage ich mal, werden geändert. Also fast unser komplettes Haus. Und ja, ich freue mich voll. Auch dieses Zimmer hier, unser Hobbyraum mit einem Okay-Tisch und so. Boah, Schatz, wir bekommen einen Okay-Tisch. Ein Automatik-Okay-Tisch. Ja! Die Steine mischt und so. Das wird richtig geil auf jeden Fall. Und natürlich werden wir euch hier mitnehmen. Also abonnieren nicht vergessen, damit ihr diese ganzen Videos nicht verpasst. Ich glaube, wir werden euch Zimmer für Zimmer mitnehmen. Sonst wird es zu viel. Ich freue mich. Und diese Wolkendecke muss leider auch ab. Ihr habt selber mitbekommen, was für ein Struggle das war, als wir diese Decke hier gemacht haben. Also es hat echt sehr viel Zeit in Anspruch genommen und Geld. Aber trotzdem muss das jetzt wieder ab. Voll viele Leute haben mir gesagt, ich bin echt gespannt, was für Insekten sich jetzt drunter befinden, wenn wir das abmachen. Nee, gar nicht. Gar nicht? Was machen wir jetzt? Wir spielen jetzt dieses Spiel, was uns Mediamarkt ungewollt geschenkt hat. Auf Türkisch würde man sagen, Mediamarkt, bize boyunu kakaladı. Ah, und jemand hat geschrieben, dass Mediamarkt solche Pakete fertig macht, also diese Überraschungsboxen von Produkten, die schon seit über 6 Monaten bei denen im Store sind. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber verkauft werden. Werden ja. Verkauft. Das sind sehr alte Artikel, meinte jemand. Auf jeden Fall, wir dachten uns, komm, wir haben gerade so oder so nichts zu tun. Bis Iftar sind, glaube ich, 4 Stunden. Wir dachten uns, für eine Stunde kommen wir hier runter und versuchen, das Spiel zu spielen. Wir wissen nicht, wie es mit Ayas sein wird. Er hat auch sein Tablet hier mitgenommen. Er hat auch seine Snacks hier. Eigentlich liebt er diesen Raum, weil manchmal kommt er hier hin und schaut Fußball mit Tunjay, aber ja, wir gucken, wie es wird. Monster Hunter Stories. Yeah, es hat angefangen. Man gibt den kleinen Kindern immer so einen Controller, der nicht funktioniert. Und er denkt, er spielt gerade. Schau mal, mein Baby, mein Baby. Hallo, wir nehmen eine Frau. Es ist mir egal. Nein, wir nehmen eine Frau. Ja, guck bei der Frau jetzt auch nach hinten, ob alles passt. Hey, guck mal, ihre Hand geht durch Rock. Richtig schlecht. Ah, wir können sie sogar ändern. Eigentlich. Ich lieb's. Ich lieb sowas, wenn man so Charaktere selber bestimmen kann. Dünnes Kinn oder dickes Kinn? Mach so wie ich aussehe. Also dick. Du bist so ein bisschen. Oh, das ist voll süß. Oh, ich mochte das voll. Das bist du, glaube ich. Immer aggressiv. Leute, wir haben mich gerade erschaffen. Das Thema mit den Eiern lässt uns einfach nicht in Ruhe. Ne? Jetzt müssen wir Eier finden. Ich gehe auf Eierjagd. Er ist gerade auf Eierjagd. Beschaffe ein Ei, steht da. Wir müssen jetzt ein Monster finden. Er hat irgendwie gemerkt, dass wir ihn verarschen. Deshalb wollte er lieber mit dir und seinem Spiel. Dinosaurier. Wow. Da. Irgendwie müssen wir bei diesem Spiel viel lesen. Ich weiß nicht, was davon halten soll. Wir müssen die ganze Zeit so lesen.
Leute, schaut mal, wie sehr er Nähe hat. Sobald er merkt, ich möchte mich ihm nähern, dann geht er weg. Anne. 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 Guck mal, er geht einfach selber zurück. Anne. Wir haben das Spiel so ein bisschen gespielt, aber ja, müssen wir mal gucken. Ist noch nicht so ganz unseres. Es ist gerade 5 Uhr, sprich noch circa 2,5 Stunden habe ich Zeit, das Essen vorzubereiten. Heute gibt es Zucchini-Möhrenreis mit Hähnchen. Und diese Hähnchen schmecken mit diesem Gewürz so geil, Leute. Ich zeige euch das später. Auf jeden Fall gibt es aber dazu noch Chiköfte. Das wollte ich noch machen. Und ich hoffe, Suppe. Ich weiß nicht, ob es mit der Suppe wird. Eigentlich kann man es schon machen. Ich weiß nicht, ob es zu viel wird. Suppe lohnt sich halt nur, wenn man so voll viele Menschen sind. So, weißt du, was ich meine? Heute kommen zwar die Freunde von Tunjai zu uns. Die wollten zusammen einen Film schauen nach Iftar. Aber zu öfter sind wir trotzdem halt erstmal zu zweit oder zu dritt, besser gesagt. Deshalb mache ich, glaube ich, Chiköfte. Leute, manchmal fragt ihr, warum die Videos mal kürzer werden. Tatsächlich müsst ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr jeden Tag ein Video möchtet oder alle 2 Tage, aber dafür halt ein längeres Video. Weil sobald wir so Videos drehen, die so circa 25 Minuten lang sind, dann nimmt es schon wirklich den ganzen Tag von uns weg, wenn man noch andere Sachen zu tun hat und mit Eiers und so zum Beispiel, geht das nicht so leicht. Und das gestrige Video, warum das so kurz war, ich habe da selber nicht gekocht und deshalb konnte ich euch ja auch nicht mitnehmen. Sobald wir woanders sind, habe ich dann auch nicht so viel aufzunehmen, deshalb war es natürlich auch etwas kürzer. Aber jetzt zum Beispiel, ich nehme euch mit und rede mit euch. So ist es chillig und so habt ihr auch natürlich mehr Content. Ich habe jetzt eine halbe Zwiebel genommen, jetzt 3 bis 4 Zehen Knoblauch, oh, und jetzt Tomaten. Jemand hat kommentiert, schade, dass du in so einer Küche nicht so gerne kochst. Ich finde es auch schade. Ich würde auch eher gerne mehr kochen wollen, aber what can I do sometimes? Ist halt nicht so meins. Ich finde, das ist voll die so Zeitverschwendung. Manche kochen so richtig mit Leidenschaft, die sind so richtig drin. Aber ich denke mir jedes Mal, nee, ich will nicht. Ich bin ehrlich, wenn ich kochen möchte, kann ich auch wirklich gut kochen. Das schmeckt auch alles richtig lecker. Ich denke mir jedes Mal so, habe ich das gemacht, auch ohne Thermomix. Aber hätte ich lieber eine Köchin hier, die für mich jeden Tag kocht? Ja, das hätte ich sehr, sehr gerne sogar. Also ich habe gerade eben Tunjai gefragt und er wollte auf jeden Fall keine Suppe. Oder wolltest du eine Suppe? Er sagt Ola Willi jetzt auf einmal. Das ist der 4. Tag schon ohne Suppe. Als ob. Wenn man einfach undankbar ist. Was ist Zumak auf Deutsch? Also ihr schneidet Zwiebeln, aber so länglich. Und dann Tomaten. Und dann Zumak rein. Und Petersilie. Dieser Salat, Leute, richtig lecker. Habe ich noch nie gemacht, aber ist wirklich lecker. Ich habe hier Paprikamark. Und das ist aus Hatay. Self-made bei meiner Oma. Richtig geil. Und das kommt dann natürlich auch in Chiköfte rein. Das ist einfach leer gegangen, Leute. Also ich müsste hier irgendwo noch was haben. Ich schaue mal nochmal gleich. Ich habe wirklich, ich glaube, bis zum letzten Dings jetzt alles benutzt. Olivenöl. Eigentlich habe ich auch aus Hatay Olivenöl. Ich glaube, ich tue das rein. Ja, ja. Das ist auch self-made. Sehr naturell, sehr bio. Alles, was geil ist, ist gerade in dieser Flasche drin. Und by the way, unsere Seifen werden auch so hergestellt. Oh, Narekshise. Das ist jetzt Granatapfelsirup und ratet mal, was ich jetzt hier habe. Das ist auch aus Hatay. Wie ihr sehen könnt, fast leer. Aber ich habe noch eine weitere Flasche. Eigentlich müsste ich so einen Shop eröffnen, wo ich solche Sachen verkaufe. Alles natürlich. Auch self-made. Nicht jeder hat einfach mal die Möglichkeit, solche Sachen zu bekommen. Und das ist alles so geschmacksintensiv, ne? I love it. Jetzt kommt, wie heißt nochmal? Zitrone. Oh Leute, allein diese Mische riecht gerade so gut. Jetzt kommt da Bulgur rein. So Leute, Chiköfte ist dann. Das wird Tunjai gleich schön formen und einen Teller reinpacken. Und dann muss es auf jeden Fall schon in den Kühlschrank. Ja, kalt schmeckt es am besten. Und das muss ja auch etwas besser werden. Auf jeden Fall gerade da, wo ich die Hälfte von meinem Zwiebel hier reingemacht habe, um das in den Kühlschrank zu tun. Ach, by the way, jetzt gibt es Linsensuppe. Tunjai wollte doch Linsensuppe. Deshalb brauche ich jetzt die Hälfte. Vielleicht sogar etwas mehr. Dann kann ich die andere Hälfte hier reinmachen. Ich hätte einfach die Hälfte hier drin lassen können, eine neue Zwiebel. Egal. So, so viele Linsen. Oh, Tag 4 und die Suppe wird gemacht. Wenn nur
damit wir einfach nur Suppe trinken, hast du es gesagt. Du hast eigentlich gar keinen Bock dazu. Natürlich hab ich. Ich habe seit Tag 1 richtig Bock auf Suppe, aber jetzt endlich. Ich müsste kurz was ruhig. So, jetzt wird die Suppe gemacht und ich würde sagen, du machst jetzt schön die Chiköftes. Der letzte, der wird ein bisschen größer. Memrodum Röse. Chiköften in Tadena. Ich kenne das auch nicht. Helle, 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 Anteplim, gel, ja, nema. Helle, 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 Denizli, lilim. Oh nein. Thank you. Welcome, my darling. It's my Chiköften from me to you. So Leute, die Linsensuppe habe ich jetzt hier in einen Topf gepackt, weil ich den so oder so bestimmt wieder aufwärmen muss. Hi Anne! Die beiden spielen hier noch ein bisschen, während ich dann gleich das Hauptgericht fertig mache. Hast du Hunger? Ich habe Hunger, ja. Ich habe aber eher Durst als Hunger. Ich mach weiter. Wir müssen morgen auf jeden Fall einkaufen gehen. Wir haben wirklich so gut wie gar nichts mehr im Kühlschrank. Dann muss ich mir eine neue Liste machen, was ich in der nächsten Zeit jetzt kochen möchte. Und höchstwahrscheinlich werden wir für eine Woche nach Istanbul fliegen. Es geht dann halt auch wirklich wieder um die Einrichtung von unserem Haus. Wir müssen jetzt zu dieser Zeit fliegen, weil wir sonst es anders zeitlich nicht schaffen. Wir möchten ja, wenn wir aus Amerika zurück sind, dass unsere Sachen auch hier sind. Damit das passt, müssen wir für eine Woche nach Istanbul, um nach Gardinen zu schauen. Die Küche wird ja geändert. Wir müssen dann auch noch bei der Küchenoptimierung dabei sein. Und das ist dann halt natürlich auch in Istanbul. Hier habe ich die Karotten und die Zucchini. Das wird dann alles gekocht bzw. gegart. Währenddessen schneide ich die Hähnchen, würze die schön. Dann werde ich die in der Pfanne braten. Leute, ich weiß nicht, ob ihr eure Hähnchen wäscht, bevor ihr die zubereitet. Aber ich wollte euch mal kurz ein Beispiel zeigen, weshalb ihr eure Hähnchen waschen solltet. Also ihr seht, wie trüb das Wasser ist. Also in Real Life sieht es noch schlimmer aus eigentlich. Aber ja. Wascht eure Hähnchen. So, ich habe euch ja vorhin versprochen, dass ich euch das Hähnchengewürz zeigen werde, was ich sehr liebe. Und jeder, der zu uns kommt und bei uns mal mit diesem Gewürz gegessen hat, war verliebt und hat gefragt, was wir da reingetan haben. Das ist dieses Gewürz von Just Spices. Da steht auch Hähnchengewürz drauf. Genau, so sieht das aus. Und das riecht jetzt schon richtig geil. Ich mache so ein bisschen Öl rein. Gewürz. Sind wir beide der Hälfte? Gibt's auf dem. Gib's mir. Mhm. Während Ebru noch das Essen fertig macht, bereite ich hier den Tisch schon mal vor. Hier endlich Suppenteller auf dem Tisch. Was fehlt noch? Eiersbesteck. Kralım. Kralım, afiyet olsun kralım. Niye utanıyorsun? Hayır. Güzel olmuş mu çorba? Hayır. Hayır. Hayret bir şey bu çocuk. Vay 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 vay. Vay vay vay. Vay vay vay. Wir haben Suppe, Leute. Als hätte ich das nicht gemacht, hättest du das gestern zum Beispiel gewollt. Oder wolltest du doch. Nein, gestern ihr habt gestemmelt. Bye, 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 bye. Vay vay vay, ne kadar güzel yemekler bunlar. Das sieht mal wieder richtig, richtig heftig aus. Wir haben die vergessen einfach auf dem Tisch. Wofür haben wir die gemacht? Süß. Das ist unser Nachtisch. Also mir ist auch später erst aufgefallen, dass wir nicht mal Salat hatten. Aber du kannst mit Brot essen, wenn du willst. Ja, ne, im Brot. Ich probiere noch eins, ich habe irgendwie gar keinen Hunger mehr. War schon voll gut. Ja. Yeah. Ja, schmeckt voll gut. Aber es ist scharf. Ja. Ich wusste es. Adieu, Mama, adieu. So Leute, wir haben lecker gegessen. Ich habe hier eigentlich komplett aufgeräumt gehabt. Aber dann ist der Bruder von Tunjay gekommen und sein neuer... Was sagt man da? Küçük enişte.
der Verlobte, kein Verlobte sagen, da ist der Frau Madame, die hat einen Antrag bekommen. Ich sag Verlobte. Der Verlobte von Mary ist da. Die habe ich gar nicht erwartet, die war noch da. Auf jeden Fall haben wir euch ja gestern gesagt, dass Mary gestern dieses Giotto-Dessert machen wollte, aber sie hat es nicht geschafft, weil sie falsche Sahne geholt hat. Aber heute hat sie es gemacht und die haben es hier mitgebracht, wie man sehen kann. Sehr, sehr lecker. Dann kommen noch zwei weitere Freunde von ihm. Und ja, dann chillen die unten, schauen sich einen Film an und ich werde höchstwahrscheinlich hier chillen. Ich weiß nicht, ob ich das Video weiterschneiden soll. Also das heutige Video. Wir nähern uns ja schon dem Ende zu. Aber irgendwie habe ich Kopfschmerzen und ich war heute wirklich stundenlang auf den Beinen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, soll ich machen oder nicht. Ja, gut. Machen wir morgen Warte, einfach. Gut, ich probiere das ganz kurz. Das ist das Giotto-Ding von Merve. Warum sagt ihr die ganze Zeit Giotto? Wie heißt das? Giotto. Eben hat Steffen auch so gesagt, Giotto, das schmeckt voll lecker. Ja, also einige wollten dieses Rezept haben. Ich würde sagen, wir machen das einmal mit Merve zusammen hier, oder? Damit ihr das ausführlich zeigen kann. Ja, kann man. So Leute, das war's dann mit dem Video heute. Danke vielmals fürs Zuschauen und wir hoffen, dass ihr diese Vlogs feiert. Wir hoffen, dass Tunjai nachts aufstehen wird. Ansonsten, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.